Jo, moin Leute, BrowserXL hier, herzlich willkommen zurück zur Folge Nummer 14 von Wing Commander 2. Was haben wir das letzte Mal gemacht? Keine Ahnung, ich hab's vergessen. Richtig, wir sind in Novaya Kiev, wir haben das Treibstoffdepot nicht zerstört und jetzt geht's da in diesem System weiter. Gucken wir mal. Stingray, das tut mir leid mit Dallas. Ich habe noch nie vorher einen Wingman verloren. Das war schlimm. Ich habe ihn auf dem VDU gesehen. Er sagte, sein Zielcomputer wäre ausgefallen. Ich habe ihm befohlen, da rauszugehen. Und in diesem Moment sind seine Antriebsdüsen verrückt gegangen. Er flog in Kreisen, komplett außer Kontrolle. Er hat alle Antriebskraft verloren, just in dem Moment, als die Kirati für den Angriff einschwenken. Ich habe seinen Gesicht auf meinem Schirm gesehen, als er starb. Wir haben alle Freunde verloren, Stingray. Freunde und Liebhaber. Das sieht mir wie eine sehr seltsame Serie von Fehlfunktionen aus, Captain. Das waren keine Fehlfunktionen, es musste Sabotage sein. Sabotage? Dallas war nur ein weiterer junger Pilot. Warum würde er ein Ziel für einen Saboteur werden? Sein Tod ist kein großer Verlust für die Konföderation. Kein großer Verlust? Du haariger Sohn eines... Nun hör mal zu, du kaltblütiger Habal. Jeden Tag wird es doch immer offensichtlicher. Hobbs ist der Spion und er ist ein Kirati-Doppelagent. Hör auf. Wir haben genug Probleme und müssen nicht auch noch untereinander kämpfen. Vielleicht hast du recht, Spirit. Wir sprechen später über Dallas, Ryla. Ich denke, sie haben genug gesagt, Captain. Die meisten von uns müssen morgen wieder fliegen. Deswegen schlage ich vor, dass wir alle ein wenig Schlaf bekommen. Ja, die Stimmung ist angespannt. Was soll man dazu sagen? 18 Stunden später. Ich habe gehört, Sie fliegen heute eine Patrouille, Larry. Ja, Start ist in 30 Minuten. Ich wünschte, Sie würden mir etwas mehr Spannendes geben. Naja, das Leben war in letzter Zeit ein wenig zu spannend für mich. Ah, komm, Sparks, natürlich so. Die Explosion, der Techniker, der ermordet wurde. Und jetzt Stingray. Er sagt, dass da jemand Dallas Schiff sabotiert hätte. Ich kann nicht glauben, dass sie Stingray heute Morgen wieder rausgeschickt haben, nachdem was mit Dallas passiert ist. Das ist das Beste für ihn. Lass ihn weiter fliegen und er wird keine Zeit darüber haben, danach zu denken. Im Übrigen, Sie sagen, dass die Flugdeckexplosion wurde durch eine beschädigte Benzinleitung verursacht. Aber in diesem Areal des Flugdecks gibt es keine Benzinleitung. All das macht mich irgendwie ein wenig nervös. Ich bin froh, wenn ich wieder im All bin, weg von all dem hier. Pass auf deinen Rücken auf, Pilot. Viel Glück. Browser Excel an Concordia. Alle Systeme fertig für Autopilot zu NAV 1. Warten Sie, Browser XL. Wir haben einen Such- und Rettungsauftrag für Sie. Stingray ist in schweren Widerstand gestoßen und musste aussteigen. Doomsday und ich holen ihn. Haben Sie die Koordinaten für mich, Concordia? Senden Sie an Ihren NAV-Computer genau jetzt. Es sind immer noch jede Menge Feinde da draußen. Seien Sie vorsichtig. Verstanden, Concordia. Browser XL out. Okay, und auch Musik out. So, also, wir sollen jetzt Stingray da rausholen. Das kriegen wir, glaube ich, hin. We're in trouble now. Und wenn es so weitergeht, mein lieber Freund, dann holen wir nicht nur einen Pilot. Affirmative, Sir. So. Maybe we'll survive this after all. Ja, natürlich, Jüngchen. Du hast hier einen der erfahrensten Piloten der konföderierten Navy. Und das mehr als erfahren. So. Boah. Allerdings jemand, der auch jede Menge quatscht und nicht aufpasst.
So. So, das war der. Na, sind wir losgeworden? So, so besser. One fighter down. Gut gemacht. So, dann wollen wir nochmal los. Also ich weiß jetzt nicht, wie viel der Anlauf das mittlerweile ist. Ich habe das jetzt schon 3 Aufnahmesessions lang versucht, diese Mission unter Dach und Fach zu bringen. Ich wäre nicht traurig darüber, wenn es jetzt funktionieren würde. Browser XL, hier ist die Concordia. Hören Sie mich? Wir haben einen Wing Drakri und einen Kamek, die sich dem Piloten nähern. Sie können gegen diese Übermacht nicht gewinnen. Kehren Sie sofort zur Concordia zurück. Verdammt nochmal, Major. Ich lasse Stingray nicht alleine da draußen. Browser XL, Sie kehren sofort zurück. Das ist ein direkter Befehl. Concordia, ich habe Sie nicht verstanden. Ich verliere Ihr Signal, Concordia. Zu viele Interferenzen. Doomsday, bist du mit dabei? Warum nicht, Browser XL? Ich bin noch nie vor einem Kriegsgericht gestanden. Ach, was soll's. Ich habe bereits eins davon überlebt. Los, lass uns diese Flohsäcke fertig machen. We're in trouble now. Du hättest nicht mitkommen müssen. Affirmative, sir. So, I hate it when you do that. So, komm schon, mein Freund. So, ich werde diesmal allerdings nicht die Geschwindigkeit erhöhen. Das hat einen ganz einfachen Grund. Ich will nicht zu nah an eins der Großkampfschiffe kommen. Es ist nämlich nicht nur eins, es sind sogar 2. Da habe ich einfach nicht so richtig die Lust zu, mich mit denen jetzt rumzuschlagen. Zumindest nicht jetzt. So, deswegen bleiben wir schön auf niedriger Geschwindigkeit. Und kümmern uns dann um die gegnerischen Jäger. Und ich fliege mir hier wieder ein zurecht. Das ist unglaublich. So, wo ist er da? So, war das schön, einen abgekriegt. Na, komm her. Sehr gut. So, und den Maybe we'll survive this after all. Nein, meine Güte, woher dieser Optimismus? Ist das der Zeitpunkt, wo man sich jetzt anfangen muss, Sorgen zu machen? Ich glaube schon. Ach, Mist. Also ich fürchte, ich bin immer noch. Ich tanze so ein bisschen am Rand der Reichweite des Gegners rum. Da habe ich natürlich nicht so richtig Lust zu. So, bisher sieht es sehr gut aus. Unsere Panzerung ist unbeschädigt und wir haben auch noch das meiste unserer Schilde. Damit denke ich mal, kriegen wir einen erfolgreichen Run auf den Gegner hin. Wir müssen eventuell die Schilde ein bisschen auftanken. Gut, das ist okay. Aber da ist noch eine Dakiri. Aufpassen, dass wir Doomsday da nicht aus dem Socken feuern, weil das könnte ja durchaus passieren. So. Da ist er. Komm her. So. Da ist tatsächlich noch eine. Nee, das ist Doomsday. Ich will nichts mit Doomsday anstellen, auch wenn ich ihn ja wirklich gerne vom Himmel holen würde, aber ich bin ja ein netter Mensch. So, komm her. Uah, mach dich weg. Na komm schon, da ist er wieder.
So, da hatte ich mich ein bisschen verdattert. Das Blöde ist, dass man ja alle drei Massekanonen gleichzeitig einsetzen muss. Dadurch geht natürlich mehr Energie flöten. Ich würde schon gerne eigentlich einen sparsameren Umgang jetzt machen. So, jetzt gucken wir mal. Da ist der nächste Karmic. So, Torpedo. I hate it when you do that. One capital ship down. Sehr gut. Why? Warum habe ich den Target Lock verloren? Weil mein... One capital ship down. Sehr schön! Ist das nicht cool? Nein. Wir wollen noch nicht. Jawohl. So, wir wollen dahin, weil wir müssen jetzt natürlich noch die eigentliche Bergeoperation starten. So, das ist eigentlich auch nicht so wild. Wir fliegen jetzt einfach an den Kollegen weiter ran. Bremsen. Kacheln ihn nicht über. So, jetzt drehen wir uns. So, das müsste reichen. Und hier ist der rückwärtige, genau, der ist das. So, jetzt habe ich den Traktor. Und schwupp. So, dann wieder zurück zu Concordia. So, Kommunikation, Concordia, landen bitte. So, wahrscheinlich werde ich für das Befehlsverweigern sowieso gleich wieder einen zwischen die Hörner bekommen. Das wäre ja nichts Neues. Concordia ist Browser XL, hören Sie mich. Was zur Hölle haben Sie eigentlich geglaubt, was Sie da machen, Mister? Das Leben eines Piloten retten, Major. Landen Sie sofort, Captain, und melden Sie sich auf der Brücke. Wie ich ja schon sagte, es war nicht anders zu erwarten, dass wir einen zwischen die Hörner kriegen würden, aber vielleicht haben wir jetzt tatsächlich auch einen Verbündeten noch gefunden, weil Stingray ja sicherlich anerkennen muss, was wir da getan haben. Hoffe ich zumindest. Sie haben einen Direktbefehl eines vorgesetzten Offiziers verweigert, Captain. Ja, Sir. Haben Sie irgendetwas zu Ihrer Verteidigung zu sagen? Nein, Sir. Außer, wenn ich es wieder tun müsste, würde ich es. Ja, das glaube ich Ihnen sogar. Okay, sehr gut, Captain. Fühlen Sie sich gemaßregelt, wegtreten. Okay, also das war selbst für Torvin eine, wie ich finde, geradezu freundliche Ansprache. Aber was soll ich dazu sagen? Auch wir brauchen ja mitunter mal ein wenig Glück, oder? So, den wollen wir speichern. Natürlich, das ist Mission... Ach Quatsch, das Zahlenfeld erkennt er ja hier immer nicht. So, perfekt, das... ist es gewesen für heute. Wir sehen uns dann bei Folge 15 wieder. Ich glaube, Novaya Kiev hat 3 Missionen, nicht 4, aber das werden wir dann sehen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.